Herzlich willkommen zur Börse am Mittag. Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump wirbt verstärkt um Stimmen der Anhänger von Digitalwährungen. Auf einer Branchenkonferenz in Nashville sprach er sich am Wochenende für eine kryptofreundliche Politik aus und stellte einen nationalen Bitcoin-Bestand in Aussicht. Trump kündigte zudem an, im Falle seiner Wiederwahl am ersten Tag im Amt den Chef der US-Börsenaufsicht SEC Gary Gensler zu entlassen. Die SEC unter Gensler steht Kryptowährungen wie Bitcoin skeptisch gegenüber und zog gegen mehrere Branchenplayer bereits vor Gericht. Der Republikaner kündigte zudem an, 100% aller Bitcoin zu behalten, die die US-Regierung derzeit besitze oder in Zukunft erwerbe. Dies werde als Kern eines strategischen nationalen Bitcoin-Bestandes dienen. Trump sagte, er werde der Bitcoin-Pro-Präsident sein, den Amerika brauche. Als Präsident gehörte Trump allerdings noch zu den ausgewiesenen Kryptoskeptikern. Kryptowährungen seien kein Geld und schwankten stark im Wert und seien auf dünner Luft gegründet, schrieb Trump am 2019 bei Twitter. Und von den Trump-Aussagen profitiert der Bitcoin auch zum Wochenauftakt. Wir sehen aktuell ein Plus von 2%. Die Preiserwartungen der deutschen Unternehmen deuten laut dem IFO-Institut auf eine nachlassende Inflation in den kommenden Monaten hin. Das von den Münchner Forschern veröffentlichte Barometer der Preiserwartungen ist im Juli zwar auf 17,8 Punkte gestiegen, nach 16,1 Zählern im Juni. Vor allem in der Industrie wollen demnach etwas mehr Unternehmen als im Vormonat Preise anheben. Die konsumnahen Bereiche planen allerdings seltener mit steigenden Preisen. Daher dürfte die Inflationsrate in den kommenden Monaten weiter zurückgehen, erläuterte das IFO-Institut. Die Inflation war hierzulande zuletzt auf dem Rückmarsch. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich im Juni nur noch um 2,2% nach 2,4% im Mai. Für die morgen anstehende Teuerungsrate für Juli wird ein Verharren auf dem Vormonatsniveau von 2,2% erwartet. Am deutschen Aktienmarkt ist der Start in die neue Börsenwoche gelungen. Anleger dürften sich für Hinweise auf eine baldige Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed positionieren, die tendenziell positiv für die Aktienmärkte wäre. Die letzte Woche hatte der DAX nach einer turbulenten Achterbahnfahrt mit einem Plus von 1,4% beschlossen. Und heute legt er zum Wochenauftakt weiter zu. Wir sehen aktuell ein Plus von 0,4%. Der DAX startet positiv in die neue Woche. Die Woche ist gespickt mit jede Menge Terminen. Einmal natürlich die Earnings-Session für Q2, also die Q2-Geschäftszahlen von zum Beispiel Microsoft, Apple oder Amazon im Laufe der Woche. Und zum anderen die Sitzung der US-Notenbank Fed und am Freitag noch entsprechend der große Arbeitsmarktbericht aus den USA. Die Markterwartungen an die Fed sind eigentlich, dass zu über 90% die Marktteilnehmer davon ausgehen, dass im Endeffekt die Zinsen unverändert bleiben diesmal. Mit ca. 88% Wahrscheinlichkeit wird fürs nächste Meeting im September einen Zinsschritt nach unten erwartet. Aber für dieses Mal sieht es im Prinzip so aus, dass zu über 90% der Markt erwartet, dass im Prinzip die Zinsen unverändert bleiben. Und zu den weiteren Aussichten an den Börsen aus Sicht der Charttechnik begrüße ich den technischen Kapitalmarktanalysten Martin Utschneider. Herr Utschneider, der DAX hatte Mitte letzter Woche einen kleinen Hänger, berappelt sich jetzt allerdings wieder. Nimmt er bald auch wieder Kurs auf ein Allzeithoch? Ja, hallo Herr Deffner. Ja, das hoffen wir alle. Im Moment müssen wir mit dem leben, was wir haben, nämlich was positiv ist. Wir haben die 18.000er-Marke deutlich gehalten. Die 18.200 waren im Test, wurden jetzt ja wieder getestet und auch positiv. Und der DAX schwingt sich jetzt Richtung 18.600 auf. Das sollte er auch, weil da läuft eine wichtige charttechnische Widerstandslinie. Das heißt, solange wir über die 18.600 nicht drüber gehen, hat er sich zwar stabilisiert, hat das Schlimmste ja verhindert, indem Schlimmste heißt, indem er letzte Woche schon vermutet hat, er geht unter die 18.000. Jetzt hat er sich stabilisiert, aber wie gesagt, die 18.000 wiegen als Widerstand recht schwer und die markttechnischen Indikatoren lassen da auch einen kleinen Hinblick auf diesen Widerstand deuten, dass es nicht so einfach werden wird. Aber mittelfristig gehe ich davon aus, dass wir dieses Jahr wieder Richtung 19.000 oder 18.900 tendieren, Richtung 19.000, weil die mittelfristigen Trends einfach intakt und natürlich aufwärtsgerichtet intakt sind.
An der Wall Street hat der Dow Jones die Marke von 40.000 zurückerobert und unter die er kurz gefallen war. Wie geht es hier weiter? Ja, auch hier wichtig, und das ist natürlich auch für den DAX ein, sage ich mal, ein Anschub. Die 40.000 beim Dow Jones jetzt Richtung 41.000, 42.000 unterwegs. Ein ganz wichtiges charttechnisches Signal, weil eben im Moment in Amerika vom Fear and Greed Index, das ist ein psychologischer, ein Sentiment-Indikator, gerade wieder große Angst aufkam, Unsicherheit in Amerika. Also man merkt es an den Ständen, an den Indizes eigentlich nicht, aber die US-Anleger sind alle sehr nervös, sehr verunsichert, weil zuletzt die Volatilität, sprich die Schwankungsbreite, wieder angesprungen ist. Also von dem her ist es ganz wichtig, dass der Dow Jones und auch die anderen Indizes hier Stabilität zeigen, damit es nicht über die Sommermonate plötzlich wieder in eine kleine Panik übergeht. Und von dem her auch der Dow Jones festes Fundament und noch positiver im Moment zu sehen als der DAX. Der Bitcoin gilt als Trump-Trade und bekommt dadurch zuletzt immer wieder einen Schub. Wie sieht es denn aus Sicht der Charttechnik hier aus? Ja, da muss man sich auch lösen, denn wir wissen ja nicht, ob Trump Präsident wird oder nicht. Und da hoffen jetzt ganz, ganz viele und setzen die Hoffnung auf diesen Trump-Trade im wahrsten Sinne des Wortes. Für mich ist der Bitcoin im Moment für das, was versprochen wird, immer noch sehr, sehr seitwärts gerichtet. Also was Trump hier rauslässt, müsste ihn eigentlich auf Richtung 80.000 drehen. Aber da sieht man eben auch, dass da, ja, vor der Wahl wird viel versprochen, wird es danach gehalten. Fakt ist, beim Bitcoin, um bei Zahlen, Daten, Fakten zu bleiben, bei 75.000 ist jetzt nach wie vor erstmal der Deckel drauf. Kleine Euphorie ist da. Die Indikatoren, die ich dir hier immer wieder beobachte, vor allem die kurzfristigen, die sind im Moment überkauft. Also es kann durchaus sein, trotz den Versprechungen von Donald Trump auch nochmal eine 65, 63 gesehen werden kann. On the long run ist der Bitcoin natürlich im Aufwärtstrend, kurzfristig aber im Seitwärtstrend. Und der Ölpreis beim Brent-Öl, der kann heute nicht von den neuen Nahostsorgen profitieren. Wie sehen Sie hier die weiteren Aussichten? Ja, ist fast schon ein paradoxes Bild. Also Brent und WTI und vor allem Brent hier weiterhin im Abwärtsmodus, sowohl kurz- als auch mittelfristig und fast schon langfristig. Man hätte eigentlich meinen können, übers Wochenende kommt der nächste Ölpreisschock. Nichts ist der Fall. Also das Öl tendiert im Moment in Richtung seiner nächsten Unterstützung. Die läuft bei 79. Bei 90 ist der nächste Widerstand. Der ist nicht nur optisch, sondern auch chart- und markttechnisch ganz schön weit entfernt. Also Aktien positiv, Bitcoin seitwärts und im Großen und Ganzen das Öl hier weiterhin abwärts gerichtet, trotz der Sorgen im Nahost. Sagt Martin Utschneider. Vielen Dank für die Einschätzung. Vielen Dank.